Silvia? Sag mal. Was ist denn los? Es geht schon wieder. Ich habe dich schreien gehört. Ich habe schlecht geträumt. Alles in Ordnung, hm? Ja, ja, es geht schon. Das heißt, eigentlich nicht. Möchtest du mir nicht erzählen, was dir so ein Schrecken eingejagt hat? Hm? Ich habe geträumt, ich sei Barbara von Heidenberg. Na, das ist ja ein Hammer. Du hast mir doch eben gesagt, ich sei der wichtigste Mensch in deinem Leben. Aber du kannst mir nicht einen triftigen Grund dafür nennen, warum du damals ohne mich gegangen bist. Es gibt viele Gründe, warum ich dich nicht mitnehmen konnte, als ich André verlassen habe. Ich hätte dich aus deiner gewohnten Umgebung rausgerissen. Und so habe ich nur meine Mutter verloren. Ich bin in eine ungewisse Zukunft gegangen. Warum überzeugt mich das nicht? Weil du meine damalige Lage gar nicht verstehen kannst. Doch. Doch, ich glaube schon. Du hast deinen Mann verlassen, weil er dich ständig betrogen hat, ja. Und deinen 12-jährigen Sohn, mich, gleich dazu. Aber was? Ich habe dir Briefe geschrieben und ich wollte dich nachholen. Warum hast du es nicht getan? Warum? Sie können jetzt Feierabend machen, Marion. Danke, schönen Abend. Ist schon spät, tschüss. Ich meine, irgendwann muss doch der Punkt gekommen sein. Irgendwann muss der Punkt gekommen sein, wo du gedacht hast, ich kann und ich will mein Kind wieder bei mir haben. Aber du hast auf die Briefe nie geantwortet. Ich habe sie doch gar nicht bekommen. Ja, weil André sie dir nicht gegeben hat. Jetzt gibst du schon wieder ihm die Schuld. Hast du denn wirklich gedacht, dein Kind, das braucht dich nicht mehr, weil es dir nicht schreibt? Nein. Ich hatte den Eindruck, dass es besser ist, wenn ich euch in Ruhe lasse. Was ist das denn jetzt? Du wolltest mich in Ruhe lassen, aber gleichzeitig schreibst du mir Briefe, du widersprichst dir. Ich wollte halt alles versuchen. Ich wollte gar nichts unversucht lassen. Ich war nicht klar. Warum bist du nicht zurückgekommen? Um mit mir zu reden. Mit mir zu reden und mir alles zu erklären. Was verschweigst du mir? Was auch immer in der Vergangenheit passiert. Was ist in der Vergangenheit passiert? Was? Simon, ich habe dich geliebt. Und ich habe sehr, sehr darunter gelitten, dass du nicht bei mir warst. Für mich klingt alles danach, als wolltest du ein neues Leben anfangen. Ohne mich. Vielen Dank, junger Mann. Ganz bitte lieb. Schön. Oh ja, danke. So, Silvia, dein Tee. Oh. Psst. Danke. Mein Gott, du zitterst ja. Es geht schon. Es ist kein Wunder, wenn du Albträume wegen dieser Frau hast. Alle reden nur böse von ihr und wie ähnlich du ihr bist. Zum Verwechseln ähnlich. Naja, aber nur äußerlich. Ein Traum, da hat sich alles ganz echt angefühlt. Ich war Barbara von Heidenberg. Ich dachte, ich sehe mich so, wie ich wirklich bin. Kalt und grausam. Hm. Soll das heißen, dass ich mit einem leibhaftigen Teufel auf Reisen bin? Hm? Ich bin so froh, dass du da bist. Ja, und ich bin froh, dass du dich um mich, blinde Kuh, kümmerst. Ach, sag sowas nicht. Du bist der liebenswerteste und freundlichste Mensch, dem ich je begegnet bin. Sie einer Frau ähnlich, vor der sich alle fürchten. Naja, kann ich ja von Glück sagen, dass ich vor diesem Anblick erst verschont bleibe. Mach keine Witze über deine Augenkrankheit. Ja, warum denn nicht, mein Gott? Du musst damit leben. Ich muss damit leben, dass ich aussehe wie diese Heiden. Ja, Zufälle gibt's immer. Abhaken und wegstecken. Es wäre aber leichter für mich, wenn ich nicht beim Saalfeld immer merken würde, dass... Dass er an seine frühere Frau denkt, wenn er dich ansieht. Mhm.
Vielleicht sollte ich mich mit ihm nicht mehr treffen. Ach komm, so ein charmanter und interessanter Mann. Der in mir immer eine andere sieht. Wahrscheinlich hat er schon längst die wunderbare Frau entdeckt, die wirklich in dir steckt. So, und jetzt versuch ein bisschen zu schlafen. Morgen schaut alles anders aus und du wirst gar nicht mehr wissen, warum du überhaupt solche Angst gehabt hast. Ich hoffe, du hast recht. Guten Morgen, Felix. Guten Morgen, Schwesterchen. Genau, das brauche ich. Darf ich? Ja, nimm ruhig. Danke. Entschuldige, ich habe verschlafen. Ich glaube, ich schenke dir zu Weihnachten einen neuen Wecker. Hm? Ich freue mich jetzt schon drauf. Du siehst immer noch kaputt aus. Und du weißt, wie man Frauen Komplimente macht. Hey, ich mache mir nur Sorgen um dich. Mir geht's wirklich nicht besonders. Ich sehe es. Hör zu. Nimm dir einen Tag frei. Wenn ich heute den ganzen Tag mich ausruhe, dann geht's morgen bestimmt wieder, versprochen. Das will ich hoffen. Also komm. Danke. Oh. Guten Morgen. Morgen. Deine Schwester sieht krank aus. Ja, ich weiß, deswegen habe ich sie auch nach Hause geschickt. Gute Idee. Felix, Rosalie hat mich gefragt, ob ich neuen Vorhänge für euch für die Wohnung nähen kann. Das ist schön. Aber das musst du mit Rosalie besprechen. Ich kenne mich damit nicht aus. Dann ist es also sicher, dass du die alte Saalfeld-Wohnung kaufst? Ja, ich weiß, du findest das unvernünftig. Aber ich bin 50-prozentiger Teilhaber am Fürstenhof. Ich sollte auch hier wohnen. Aber wir haben doch ausgerechnet, dass du dir die Wohnung eigentlich gar nicht leisten kannst. Victoria und ich verkaufen unser Elternhaus und die Hälfte davon gehört mir. Das sichert schon mal die Finanzierung. Ist denn die Hälfte so viel wert? Ja, so um die 250.000. Aber die Wohnung kostet das Doppelte. Ja, den anderen Teil bekomme ich über den Kredit finanziert. Oh, Emma, bist du jetzt verärgert, weil ich nicht auf deinen Rat höre? Nein. Ich denke nur, dass es im Dorf günstigere Wohnungen gibt, für die man sich nicht so hoch verschulden muss. Dann machst du dir Sorgen um mich. Du musst selber wissen, was du tust. Okay. Danke. Bitte. Mit dem Frühstück warte ich nur. Frau Wielander, ich freue mich, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, ob ich kommen soll. Wieso? Frühstücken müssen Sie sowieso. Warum denn nicht in meiner Gesellschaft? Sie brauchen von mir keine Angst zu haben, bitte. Teilen Sie sich mit mir das große Frühstück? Oder gehören Sie zu den Damen, die morgens nur Obst und Quark zu sich nehmen? Also gut, Sie bestimmen das Frühstück und... ich das Gesprächsthema. Mit Vergnügen. Ich möchte über Barbara von Heidenberg sprechen. Wollen Sie mir den Appetit verderben? Ich brauche Klarheit. Wissen Sie, ich höre nur das Schrecklichste über diese Frau. Aber es muss doch einen Grund geben, dass Sie sie geliebt und geheiratet haben. Wenn sie wirklich so schrecklich war. Was hat Sie fasziniert an dieser Frau?